Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Heute mal live aus dem laufenden CK hier. Ihr seht, 16 Minuten geht der CK noch. Und wir gucken einfach mal, wir beginnen hier ganz easy und gucken mal, was sich bisher hier getan hat. Ich war ja am Wochenende überhaupt nicht da, aber ihr habt ja trotzdem Videos von mir bekommen. Ich habe so ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, das hat euch nicht so ganz gestört. Ich habe auch jetzt heute Abend erst alle Kommentare so ein bisschen gelesen und habe sie auch teilweise kommentiert. Also vielen lieben Dank auch dafür, dass ihr mir auch in den Tagen, wo ich nicht da bin, so ein bisschen die Treue und die Fahne haltet. Und deswegen bin ich jetzt aber wieder zurück. Bin also heute irgendwann zum Mittag gekommen und habe mich dann aber trotzdem erstmal ein bisschen ausruhen müssen und habe ja auch schon einen Angriff hingelegt. Also ich war dann sehr, sehr spät und habe aber die Zeit hier absolut im Blick. Ich bin noch mit dem zweiten Tablet online, mit dem Alex-Account, und nicht, dass mir hier jetzt die Zeit wegläuft und wir sehen hier unter Umständen das Ende dieses Clankriegs nicht. Denn ich werde noch einen Live-Angriff machen hier auf dem Tablet heute. Das ist ja auch erstmalig für mich, dass ich überhaupt in der Aufnahme mal einen CK-Angriff mit meinem RH10 mache. Also es wird sehr, sehr spannend, denn ich muss einen RH11 machen und wir brauchen dringend noch einen Stern. Hocke hat es eben schon einmal geschrieben, so nach dem Motto, Leute, noch 27 Minuten. Ja, wissen wir, aber wir bleiben ganz entspannt und gechillt und gucken mal, wie wir unter Umständen noch den letzten Stern holen. Oder aber der Gegner hat noch einen Angriff offen und könnte bei uns, muss bei uns dreiern oder eine 2 aus unserer 2 rausholen, was sowieso schon schwer genug ist. Und gucken wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Ich denke mal, das waren aber schöne 3 Sterne hier vom Jody auf die Nummer 14, also 14 auf 14. Schönes Ding hier. Und ich habe hier ganz, ganz wenig Kämpfe gesehen. Also ich habe heute, wie gesagt, auch nicht großartig hier reingeschaut. Und wir gucken mal weiter, was hier der Dulli gemacht hat. Auf die Nummer 12 hier, also eine gar nicht mal so schwache Base hier. Man darf sich nicht von den Mauern täuschen lassen. Die sind hier natürlich noch hart blau und violett. Aber, ne, beziehungsweise schwarz und violett. Aber das ist tut der Sache keinen Abbruch. Die Defense hier ist maxed out, würde ich fast sagen. Auch die Teslas hier in der Mitte sind auf, die Teslas, die Inferno-Türme sind auf Level 3. Die X-Bogen sind auf Level 4. Also schon eine Base, die auch nur auf dem ersten Blick so ein bisschen schwach erscheint wegen den Mauern. Also viele lassen sich davon auch täuschen. So nach dem Motto, oh, der hat nur 7er Mauern hier, easy peasy Base, ist es natürlich nicht. Und wir gucken mal, wie sich der Dulli hier geschlagen hat, denn auch diesen Kampf hier, wie gesagt, ich habe ganz, ganz wenig gesehen, diesen auch nicht, den muss ich mir jetzt erstmal live bzw. hier in der Wiederholung anschauen, um ihn einfach so ein bisschen für euch mit zu dokumentieren. Aber sieht ganz gut aus hier, denke ich mal, wie er hier schon mal mit seinem Queenhawk reinkommt, schön, man sieht das hier auch, schön durchgemaxte Helden, also 40er Pärchen hier, wird hier jetzt auch immer mehr, denn einige machen hier ganz straff ihre Helden hoch und powern vor allen Dingen die Heldenpärchen im RH10-Bereich beinhart auf Level 40 hoch und finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sind schöne, gute neue Leute dazu gekommen. Unser Clan ist ja auch wieder ein bisschen voller und aktuell sind wir auf jeden Fall über den 40 und können hier wieder schöne, ja, vielleicht mal 20er CK spielen, aber wir haben heute schon mal wieder durchgerechnet. Obwohl wir jetzt zwar über 40 sind, kriegen wir trotzdem kein 20er zustande, sondern nur ein 15er. Und ich muss hier jetzt mal weiter reinschauen. Okay, er kommt jetzt mit Bowlern, die sind natürlich sehr, sehr verteilt, aber da kommen jetzt noch welche aus der Hinterhand hier unten. Und Queen, seine Queen, beziehungsweise die Gegner Queen ist jetzt down. Er hat ja echt nicht mehr viel Truppen. Da frage ich mich, wie hat er da noch einen Dreier rausgeholt? Aber die Queen hinten kriegt normalen Beschuss, also keinen Inferno-Beschuss mehr. Ah, jetzt weiß ich es. Okay, die Walküren. Ja, sauber. Schön gemacht hier. Schön lange gewartet. Der Funnel war absolut offen für die Mitte. Und die ist jetzt entkernt. Jetzt hat er hier unten noch ein paar Bowler. Hat die Queen noch komplett unter Heilung hier. Also wirklich krasses Ding. Und ja, jetzt weiß ich dann auch, wie hier 3 Sterne zusammenkommen. Also schon schönes Ding hier. Und gucken wir mal, wie wir hier weitermachen, also wie wir hier weiter im Krieg verfahren, denn wir haben selber noch 2 Angriffe offen und ja, wir wollen natürlich keinen von diesen Angriffen hier verhauen, großartig, und
Das heißt, verhauen. Wir brauchen nur einen Stern, denn der Gegner hat nur noch einen Angriff. Der wird unseren Zweier, denke ich mal, nicht drei Sterne, sodass wir noch zwei Sterne aufholen müssten. Aber der Gegner liegt prozentual vor. Und ihr seht das, es sind noch 11 Minuten. Der Swash, oh, wir kriegen noch einen Live-Angriff rein vom Swash. Es wäre natürlich super und eine Erleichterung für mich, wenn der Swash hier zwei Sterne holt. Aber die Bases hier oben sind für uns schon sehr, sehr schwer. Swash ist ein RH10 und oh, der holt hier den zweiten Stern raus, oder? Jawohl, der holt den zweiten Stern raus. Super, super Matze. Das ist es gewesen hier für uns. Das ist der zweite Stern. Ja, den haben wir so dringend gebraucht. Und jetzt kann ich ganz entspannt in meinen dritten Angriff reingehen. Und kann auch schreiben, sauber Matze. Hat er wirklich scheinbar gut gemacht hier. Jawohl, 55%, das ist unser Stern. Jetzt muss der Gegner in jedem Fall zwei Sterne machen oder ich muss mal gerade schauen. Ja, er muss in jedem Fall zwei Sterne machen, um mit uns gleich zu ziehen. Ja, und das ist natürlich bockschwer bei uns. Das klappt nur auf der Base hier. Nur auf dieser Base kann derjenige vom Gegner jetzt noch überhaupt die beiden Sterne holen, um gleich zu ziehen. Denn prozentual sind die vorne. Ihr seht das. Der Gegner ist prozentual vorne. Er hat nämlich einige starke Angriffe auf unsere Bases gemacht und teilweise nur 98-99% geholt. Hier bei mir waren es 98% beim Julix. Ah ne, beim Julix war es nicht so eng. Aber ich glaube hier unten beim Luca. Ne, auch nicht. Na, dann war es hier oben irgendwo. Ja, müssen wir mal schauen. Ich denke aber, wir können hier noch ein bisschen weiter reingucken. Und ja, den habe ich. Das war mein erster Angriff hier. Den gucken wir uns auch ruhig an. Also, was habe ich mir bei der Base gedacht? Ah, die Base ist auch stark, aber mit Level 1 Infernus nicht ganz so stark. Also, das sind eigentlich so Bases, die dreier ich auch schon mal in normalen Kämpfen, wenn ich am Farm bin und hatte hier eine Bowler-Armee fertig. Ich schicke jetzt mal ganz behendig hier schon mal einen Riesen rein. Einen einzigen hatte ich ja dabei, damit der Magier hier ganz oder die beiden Magier ganz ungestört das dicke Lager machen können. Und kurz hinter dem dicken Lager schicke ich auch meine Moorbrecher hier rein. Die gehen auch rein. Das ist natürlich super. Jetzt habe ich schon mal mein, ja, ich sag mal, mein Loch hier geschlagen in dieser Base hier. Und kam ich hier sehr, sehr gut in die Mitte rein. Jetzt musste ich ein bisschen abwarten. Ich hatte jetzt noch einen Fries, einen Wutzauber. Aber sobald die Mitte hier natürlich super entkernt ist, komme ich auch an die anderen Außengebäude dran. Setze hier hinten jetzt sogar noch einen Jump. Mal gucken. Und da jumpen natürlich auch die Riesen durch. Da jumpen auch die Bowler noch durch. Und auch mein King wird hier springen. Und ich sehe jetzt auf dem anderen Schirm, der Gegner greift auch unsere Nummer 2 an. Also das seht ihr jetzt nicht. Ich könnte das jetzt abbrechen und euch den Live-Angriff auf unsere Nummer 2 zeigen, denn der dritte hier auf unsere Nummer 3, entschuldigt, der dritte hier hat gut angegriffen. Wie gesagt, der hat 98% auf meine Base gemacht, was natürlich schon eine Hausnummer ist. Und deswegen muss er hier den Apokalyptiker 3 an, unbedingt. Also der muss 3 Sterne machen, sonst ist der Krieg für den Gegner gelaufen und ich kann ganz entspannt hier meinen Angriff oben machen. Und ich sehe das, dass der Gegner echt gut, der kommt gut durch hier. Donnerwetter. Das ist schon richtig krass hier. Aber jetzt kommt Außenfeuer noch dazu. Ja, ich kommentiere jetzt gerade den Kampf vom Gegner auf unsere Base hier. Der ist nämlich wirklich stark. Also der Dreier hat hier ganz klar gezeigt, dass er es drauf hat und hat jetzt auch den zweiten Stern hier rausgeholt, aber er muss diese Base 3 an und das wird er nicht schaffen an der Stelle. Das wird er an der Stelle nicht schaffen, aber ihr seht meinen Angriff hier im Hintergrund noch. Ich denke mal, der war in Ordnung, das war mein erster. Also ich habe mich erstmal auf den RH10 getraut, bevor ich einen RH11 mache, weil ich dachte, Mensch, bei der 14 hier, da holt sie hier sicherlich 3 Sterne. Die machst du öfter mal beim Farmen und ja, so ist es auch eigentlich gewesen. Also ich denke mal, schöner Angriff hier und ihr seht das jetzt auch live. Auf der gegenüberliegenden Seite das Ausrufezeichen, also das ist der Gegner im Moment und der Gegner schafft aber die Base nicht zu 3 Sternen und wir liegen jetzt schon 1 Stern vor. Also schönes Ding hier, wir haben endlich mal wieder einen Clankrieg hier gewonnen und dann kann ich nämlich jetzt ganz, ganz entspannt hier quasi in meinen Kampf reingehen. Also da wird es dann egal sein, ob ich dort 1 Stern hole, 2 Sterne hole oder vielleicht sogar 3 Sterne. 3 Sterne auf RA11, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit und der Gegner hat jetzt zwar noch seine Queen, die ist komplett voll unter Heilung, aber der hat noch so viel zu machen. Ich sehe das halt auf dem anderen Tablet gerade und breche das dort aber ab.
damit ich die Zeit ein bisschen im Auge habe. Nicht, dass ich mich hier verquatsche und meinen Angriff nicht mehr schaffe. Es sind nämlich noch 7 Minuten hier. Und wir sehen hier den Sir Amelot auf die Nummer 7, also 4 auf 7, 11 auf 10. Und schönes Ding hier mit Hexen und Bowlern. Also auch wieder schöne Kombi hier, auch wenn das so eine Ringbase ist, kommt er hier eigentlich relativ gut hier in den Core der Base rein. Und dreiert den in jedem Fall. Jetzt hat er zwar einen Lavahund oder gegen einen Lavahund anzukämpfen. Das hatte ich ja auch bei meinem Angriff, aber das war dann nicht so schlimm. Ich hatte so die Masse an Truppen da, Queen irgendwo mittig drin und natürlich auch Giftzauber, gar keine Frage. Aber der Sir Amelot hat das hier sehr, sehr gut gemacht, auch wenn man meint, er hat ja jetzt gar nicht mehr so viel Truppen, aber schaut mal, wie viele Hexen hier unten noch Hex-Hex machen. Also das ist schon ein krasses Ding hier. Und schön gemacht hier. Hat er wirklich stark angegriffen. Der Sir Amelot ist auch wieder ein bisschen bei uns, ein bisschen motivierter scheinbar. Denn die Absprachen klappen mittlerweile wieder ganz gut. Wer macht hier welche Base? Und es wird also nicht wahllos angegriffen, wo man erstmal was schafft, sondern es wird so ein bisschen auch gesprochen. Wer kann was machen? Wer kann wann was machen? Und das ist natürlich super, dass es bei uns wieder so ein bisschen bergauf geht. Und während wir hier den schönen Ausgang vom Sir Amelot sehen, muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Damit ich auch gleich weiter kommentieren kann, wenn ich meinen Angriff mache. Also, ich bin hier der Letzte, der seinen Angriff macht. Kann ihn ganz entspannt angehen. Und hoffe natürlich auf einen Stern. Vielleicht auch auf zwei. Also zwei wäre dann nochmal optimaler für mich vor allen Dingen. Ich nenne das ja immer so, ihr wisst das, It's Ego, also ich, na, der voll der Egoist. Stellt sich hin und sagt, jawohl, das ist hier Matchwinner. Ist natürlich nicht so. Aber ich denke mal, mit meinem Stern hier auf die 14 habe ich gut dazu beitragen können diesmal. Denn das war schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Stern an der Stelle. Und den wichtigsten hat natürlich gerade Swoschke gemacht. Nämlich den Stern mit 2 Sternen Abstand zum Gegner. Und ich denke, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich werde mich jetzt mal kurz vorbereiten. Und hier gleich live meinen Angriff machen. Ah, der Warden hat sie gerissen. Der Warden und die 3 Skelette auch nicht schlecht. Ja, sieht man auch selten. Aber man sieht es halt immer wieder, dass auch der Warden hier der Finisher sein kann. Also nicht nur King und Queen, sondern auch der Warden als Held hier war diesmal der Finisher. Und der Krieg ist schon gewonnen. Also ich freue mich, dass ich hier live heute Abend reinkommen konnte. Und ich hatte mich vorbereitet auf die Nummer 2 hier. Die hat der Henke eben schon fast mit 2 Sternen belegt. Dann hätte ich nämlich fast gar keinen Angriff mehr gemacht, aber ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr seht meine Armee hier und ich würde sagen, ja, ich drücke einfach mal Attack. Okay, mal sehen, was ich mir bei dieser Base hier gedacht habe, denn ich wollte wenigstens hier die Luftabwehren ausschalten und Minimum, hätte ich jetzt fast gesagt, Minimum wollte ich natürlich, meine Mauerbrecher sind alle verreckt, okay. Von dem Magierturm, habe ich wieder nicht drauf geachtet. Aber ist nicht so schlimm, ich löse jetzt erstmal hier hinten die Riesenbomben aus. Muss ich nochmal gerade gucken, die habe ich gar nicht genug in der Ecke gesetzt hier, scheiße. Denn hier sind Riesenbomben drin und jetzt komme ich hier nicht rein, aber der Feger geht weg. Das ist super, dass ich den Feger hier wegkriege, denn der ist ganz wichtig an der Stelle. Und auch wenn ich jetzt richtig viel Feuer hier gerade bekomme und meine Queen eigentlich schon zünden muss, machen wir mal hier einfach mal mit den Funnel weiter mit unserem King. Denn der muss hier jetzt die dicken Lager erstmal wegschaffen und so, dass wir hier so ein bisschen, hätte ich mal gesagt, ein bisschen weitergehen können. Jawohl, so sieht das ganz gut aus. Und meine Queen ist immer noch unter Heilung. Die rage ich aber jetzt nochmal durch hier. Na, stirbt die mir? Nein, die darf mir nicht sterben. Ah, shit, die stirbt mir doch. Schade. Schade auch, das ist aber nicht so schlimm. Ich setze hier jetzt meine Drachen raus. Okay, da sind die Luftfallen. Auch das ist nicht so schlimm. Und eine Menge Loons dahinter. Und jetzt gucken wir mal, wie gut oder wie schlecht hier mein Funnel ist an der Stelle. Ich denke mal, mein Funnel ist eher schlecht. Mein Funnel ist hier eher schlecht. Und ich friese aber mal hier die beiden Infernos. Mal sehen, ob da jetzt noch was reingeht. Ja, ein bisschen geht rein. Und ich schaffe sogar die Infernos hier. Aber
Das macht natürlich jetzt hier der Drache, der wird jetzt meine Loons wegmachen und ich habe jetzt überhaupt nichts mehr für den gegnerischen Drachen, außer dass ich ihn nochmal giften kann. Das mache ich auch nochmal. Mal sehen, ob das hier noch ein Stern wird wenigstens. Ich denke mal, das wird kein Stern. Also, der Funnel war ein bisschen schwach. Und jetzt habe ich zwar meinen eigentlich guten, sicheren Bonus hier verballert, aber das ist jetzt auch nicht. Es ist nicht so schlimm. Ich kann damit leben. Denn ich habe genug Ressourcen, auch für meine nächsten Forschungen. Ich habe es ja halt probiert. Es gibt ja noch so einen kleinen Gnadenbonus hier. Und jetzt ist der Kampf auch vorbei. Schade auch. Habe auch keine zwei Sterne geholt. Noch nicht mal mehr einen. Und aber ich konnte es ja ganz entspannt angehen lassen. Ihr seht hier den Bonus. Es gibt ja so einen kleinen, so einen Gnadenbonus. Also man bekommt trotzdem Bonus, auch wenn man jetzt nicht einen Stern geholt hat oder gewonnen hat. Aber ich konnte es ganz locker angehen lassen. Und denke mal, das war ein schöner CK hier auch mit dem Live-Angriff. Ich hoffe, das hat euch mal wieder gefallen hier. Wenn das so ist, dann lasst mal am Ende dieses Videos einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in weiteren Folgen in dieser Woche mit Clash of Clans, mit mir, dem Toto. Bye, bye.